Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Guten Morgen, ihr Lieben. Neue Woche, mir erstmal Pipi machen hier. Und es ist ein strahlend schöner Morgen. Vögel singen. Leider ist die Gegend so ein bisschen so dunkel oder irgendwas haben sie gearbeitet. Die Bauern waren schon super fleißig. Hier ist alles neu geeckt worden oder geflücht worden. Da hinten sind schon die Wiesen gemäht worden. Da geradeaus auch. Ja, jetzt muss es doch mal langsam was werden, gell? Jetzt muss es mal langsam was werden. Ja, da geht's wieder los. Hallo ihr Lieben, hallo, hallo. Michel. Ja. Na komm. Also, komm. Na, jetzt muss ich erst nochmal alles genau ein Grashalm essen, einen einzigen. Ohne den kann ich nicht weiterleben. Komm, wir wollen doch bis zur Bank gehen heute noch. Ja, es ist ein herrlicher Morgen, es ist noch schön frisch, aber die Sonne steht hoch. Es ist so circa 7:30, würde ich denken. Ja, ich wollte eigentlich ganz früh raus, aber ach ja, ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe so viele Sonnenaufgänge, es wird auch wieder anders werden, denke ich mal. Ja, wo ist denn jetzt meine kleine Klüngeltante? Und da steht sie schon wieder. Ja, ist alles super interessant. Ich stehe gerade auf der Brücke und da kann man sehen, seht ihr, die haben schon das erste Mal die Wiesen überall gemäht. Da werden sie gleich zum Umwenden kommen, wenn die Sonne ein bisschen geschienen hat. Und da kommt die Miemaus. Ja, oh, der Weg ist heute auch wieder ordentlich, weil da sind die Treckers drüber gefahren, denke ich mal. So wie es aussieht, aber wir wollen mal oben bis zur Bank gehen. So war heute mein Plan. Ja, Rehe kann ich euch, glaube ich, heute nicht zeigen. Da war auch sehr viel Unruhe in der Landschaft, dann sind die nicht immer so präsent im Nächsten. Hier ist auch ordentlich geackert worden, bis auf die Fläche, die so nass ist noch. Ach ja, es ist alles gedüngt worden irgendwo. Hier ist auch alles frisch, wahrscheinlich auch eingesät, ich weiß es nicht. Vermute es, so wie es aussieht. Ja, werden wir mal uns überraschen lassen, was da dieses Jahr wächst. Hey Miechen, wir wollen zur Bank. Wie Maus? Die geht einfach hier im Weg. Es ist wirklich zum Knochenkotzen. Es ist zum Knochenkotzen mit dir. Komm, Mädchen. Uiuiuiui. Uiuiui. Komm, Mädchen, komm. Wir gehen zur Bank. Naja, ich gehe mal langsam weiter. Das Einzige, was hin und wieder hier mal blüht, ist nur so eine kleine Insel mit Taubnesseln. Ansonsten Brennnesseln, ein paar verschiedene Gräser, 3-4 Sorten. Seht ihr, wie die rumklüngelt? Da ist sie da hinten. Na, die Tara, die fehlt, die hat sie immer mitgezogen. Michin ist eine kleine Klüngeltante. Aber sie muss sich ja auch ein bisschen bewegen, deswegen laufen wir ja hier. Komm, mein Mädchen, komm. Komm, jetzt. 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 Ja. Gut. Gutes Mädchen. Naja, komm her. Hier. Nochmal so was Einsames, Weißes. Ich weiß immer nicht genau, wie es heißt. Aber mehr ist nicht. Mehr ist nicht. Und sie guckt schon wieder. Und sie klüngelt schon wieder. Eieiei. Geh nochmal mit euch so ein bisschen rum. Volle Sonne da. Mein Gott, haben wir sie vermisst, gell? Haben wir sie vermisst. Guck mal, der Himmel. Komm her, da, wo mein Hund ist. Ach, der steht hinter mir. Der stand hinter mir, der kleine Hund. Ach, du liebe Zeit. Habe ich gar nicht gemerkt. Ist ein herrlicher Tag. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ist das wunderschön. Das ist wirklich so wunderbar hier. Ich liebe diese Ecke sehr. Ist nichts Besonderes los. Absolut nichts. Und trotzdem ist es einfach nur toll. Wir gehen oben zur Bank und setzen uns da einen Moment hin. Die wohnen auch herrlich. Da sind einige Häuser. So 2, 3. Da ist der kleine Kotten nochmal. Und da ist die Mia an der Strippe. Naja, jetzt gehen wir mal.
Komm, Mädchen, komm. Ich bin auf der Bank, ein bisschen Storchenschnabelblüht hier neben mir. Vögel singen. Macht Spaß, hier zu sitzen. Viele Insekten in der Luft heute. Überall schwirrt und zwitschert, aber das können wir in der Kamera nicht zeigen, denke ich mal. Ja, ich sitze auf der Bank, mache eine kleine Pause. Miechen hat schon was getrunken. Es ist ein herrlicher Morgen, ganz wirklich wunderbar. Einfach nur hier so sitzen. Tja. Und die Luft ist noch so schön frisch. So angenehm alles und überall auf dem Gras, aber ich glaube, das kann ich wieder nicht so richtig gut zeigen. Auf jedem Grashalm glitzern so kleine Tautropfen. Ein bisschen könnt ihr vielleicht sehen, so ein kleines bisschen kann ich vielleicht zeigen. Seht ihr das? Ja, sowas ist schwer zu zeigen, aber ich hoffe, ihr könnt so einen kleinen Eindruck gewinnen. Meine erste Knospe und sie duftet schon so wunderbar. So, der Wagen steht noch da. Da liegt meine Bandage fürs Knie. Und jetzt will ich euch mal was zeigen, wie nah die Rehe kommen. Die haben hier, ich denke, ihr könnt es erkennen, hier, da auch, die ganzen Blätter abgefuttert. Die gehen bis hier vor die Haustür. Hier ist meine Haustür, gell? Und hier. Ja, ich war vorhin schnell los und habe Erde geholt. Das ist ja eine Schlepperei. Kinder, Kinder, Kinder. Ich zeige euch das mal. 40 Liter Säcke Erde sind wirklich schwer. Ich habe 6 Stück genommen. Bei 6 Stück spart man nämlich eine ganze Menge Geld. Aber ich habe gedacht, die bringen mich um, die Säcke. Weil die waren so schwer. Und mein Dank geht an diese beiden großen, starken jungen Männer, die Feixen zugesehen haben, wie ich mich fast zu Tode geschunden habe, um die hier ins Auto zu kriegen. Vielen Dank für diese wirklich freundliche Unterstützung. Ich meine, für so einen Mann ist das eine Klacks, das Ding eben da reinzuschmeißen. Mich bringt's fast um, ne? Egal. Egal. Die lade ich gleich aus. Dann werden heute meine Quartierbüchse ausgepflanzt. Hier kommt die Bartnelke wieder, freue ich mich ganz doll. Und da sehe ich jetzt gerade die ersten rauskommen, die ich reingesetzt habe. Das sind doch diese, was war das noch? Da kommt auch was Tolles. War das diese Blüte, diese Blume mit diesen tollen blauen Blumen? Könnte sein. Und hier haben sie auch alle Blätter abgefuttert. Die Rehe. Ja, nun, da werde ich mit leben müssen, ne? Ach, guck, hier kommen die Spitzen auch schon raus, so langsam. Da habe ich ja diese, ach, und Smilli ist auch da, diese Mischung reingesetzt. Ja, ich habe vor, dass ich da hinten, wo die Tiere liegen, ist ja so ein bisschen Erde, dass ich da was hinsehen will. Tue ich aber ein bisschen Erde hin. Und hier sind mein Kartoffeltürmchen. Das werde ich jetzt gleich schön bepflanzen. Kartoffeln habe ich ja schon. Ja, der Flieder blüht noch wunderbar. Und die Kastanie auch. Das ist ein ganz herrlicher Morgen. Ganz, ganz wunderbar. Ist das herrlich. Wenn es immer so die Luft wäre, so frisch und pfoh, dann wäre ich gut zufrieden. Sobald das wieder so heiß und dumpfig werde, fange ich wieder das Pusten an, gell? Wisst ihr Bescheid? Ja, ich habe also jetzt Erde reichlich auf Vorrat. Ich habe vor mir noch wahrscheinlich ein oder zwei Speiskübel zu holen. Die sind am allerbilligsten. Und wie die aussehen, ist mir relativ egal. Wisst ihr, ich habe, ich weiß nicht, 30 teure Töpfe hier. Ja, alles gut. Kann ich genauso gut so einen Kübel nehmen, gell? Und ja, ich bin noch im Überlegen, am liebsten hätte ich zeige euch das mal. Ihr seht ja, ich habe überall Rasen gemäht. Ich nehme euch kurz mal mit, ja, wenn ihr wollt. Am allerliebsten wäre es mir, wenn ich jetzt irgendwie an so Häckselzeug von so Baumschnitt oder Strauchschnitt käme, um mir hier diesen Weg mal breit auszulegen. Seht ihr, jetzt habe ich alles gemäht. Und die ganze Zeit muss ich den Rasenmäher hochhalten. Könnt ihr euch das vorstellen, wie anstrengend das gewesen ist? Unvorstellbar. Ganz ehrlich, bis da hinten, bis zu dem Haufen. Ja, ich muss sehen, dass ich jetzt, das ist noch so nass gewesen, aber ich muss jetzt einen neuen Haufen machen, damit sie irgendwie die Chancen haben zu verrotten. Ne? Ja, die Brennnesseln hier können wohl stehen bleiben, darum geht es gar nicht. Die Insektenwelt freut. Ja,
Und dann bin ich, hier kommt sie immer mit, die geht immer mit, die kleine Maus. Ja, die Mia habe ich noch im Haus, die nehme ich nicht mit zum Einkaufen, das machen wir nie. Hier habe ich auch so eben entlang gemäht. Da müsste man normalerweise ein bisschen das wegnehmen, weil der Asphalt wie total überwuchert, aber die hatte ich ja auch so ein bisschen beigeschnitten, dass das nicht ganz so weit reinläuft. Ja, und bin tatsächlich sogar bis vors Tor gekommen, was ziemlich anstrengend war, muss ich ehrlich sagen. Hier wuchert alles, ne? Lass mal wuchern. Ne? Hier, Taubnesseln und so, die Sachen habe ich stehen gelassen, ne? die mähe ich nicht ab. Na, ich zeige euch nur gerade. Ne? Hier, ups. Und noch hier, links oben um die Ecke auch noch ein bisschen rumgemäht. So, hier sind noch ein paar Brennnesseln, aber, ich muss doch mal eben rausgehen. Aber, die abere wieder. Moment, hier wachsen ganz viele Akeleien. Die habe ich nicht eingesetzt, die ist noch von der Vorbewohnerin, die hatte hier viele Blumen. Die Akelei, die hat sich hier so ein bisschen erhalten hier vorne. Und da wir sie lassen, kommt sie immer wieder. Wird dies ja ein bisschen mehr als sonst. So, Tor zu. Hier vorne waren auch immer Akeleien, ich glaube, die sind diesmal nicht da, weil die so ein Buschig angesiedelt hat. Naja. Smilly, jetzt wollen wir mal anfangen auszuladen, wir beiden, ne? Naja, mein Mann hat das dann immer so einmal im Jahr alles so frei gemacht, weil das ist alles hier Asphalt runter, eine Einfahrt. Es ist jetzt alles voll Moos und Efeu. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse das wachsen. Wenn ich das jetzt entfernen will mit der Schippe, bringt es mich um. Ja, es ist einfach... Ja, es kann ja ruhig wachsen, es ist ja okay. Ich kann mit dem Wagen noch rein und raus fahren und alles gut. So, jetzt bin ich wieder am Auto. Jetzt will ich mal meine Bandage umtun. Und dann will ich mal loslegen. Ach, ich habe mich erstmal ausgeruht. Das war so anstrengend. Jetzt muss ich erstmal gleich die Erde ausladen. Also hier habe ich Kartoffeln. Hier habe ich Blumen. Die sind noch von Marie und die anderen auch zum Teil. Dann habe ich hier Sonnenblumen. So, mir schweben so Sonnenblumen vor und so andere Sommerblumen. Das war auch nochmal so ein Geschenk. Dann habe ich noch vom Vegan-Box habe ich noch so eine Bombe oder wie das heißt, Kugel, nicht Bombe. Ich will mal gucken, wo ich das Zeug hinkriege. Vielleicht kann ich irgendwo unterbringen. So, ich habe jetzt diese beiden Sonnenblumen, hohe und mittlere. Und dann habe ich noch dieses hier. Das sehe ich jetzt da hinten aus, wo Tara liegt. Da habe ich Erde angehäufelt. Da fehlte sowieso Erde. Da könnte das vielleicht gelingen. Mal gucken. So, da habe ich jetzt Sonnenblumen und so eine bunte Mischung. Die Steine sind nicht so, dass das ein Grab ist, sondern nur die Markierung, bis wohin die Erde geht. Die frische Erde, die habe ich aufgefüllt. Und da liegen ja die Katzen. Ne? Da kommen noch ein paar andere Steine einfach hin. Ich sammle ja immer Steine, ihr wisst es ja. So, den Kartoffelturm habe ich fertig gemacht. Ich habe sogar noch 3-4 Kartoffelchen über. Ja, das andere kommt noch. Hier habe ich überall ein bisschen Erde nachgefüllt. Da sind noch mehrjährige Sachen. Das könnte noch was kommen. Lavendel ist schön. Hier muss ich noch mal dran. Da kommen wieder in die Männertreu rein. Bartnelken kommen. Da war diese blaue Blume, glaube ich, habe ich auch aufgefüllt. Ich habe also 6 Sack gekauft. Habe einen noch ganz und einer lag noch unterm Tisch. Der ist noch ganz und hier ist noch ein halber. Ich kann aber nicht mehr. Ich gehe mal eben mit euch hier rum. Moment. Hier muss ich auch noch mal so ein bisschen das Unkraut wieder aus den Ritzen. Hier sollen die Töpfe ein bisschen anders. Weil hier Vollschatten ist, wollte ich sie ein bisschen anders stellen. Aber das kann ich heute nicht mehr. Die sind ziemlich schwer. Da kommt überall noch ein bisschen Erde rein. Da kommt leider auch nichts mehr. Da muss ich gucken. Hier auch nicht. Also mit diesem Gras, dieses Gras kommt gut. Alles schön. Ja, hier steht noch so Petersilie. Das wird auch wieder nichts werden. Hier kommt noch ein bisschen Erde rein zu den Rosen. Ja, das mache ich aber heute nicht. Das mache ich morgen oder übermorgen. Je nachdem. So, ich wollte es euch nur sagen. Ich gehe jetzt rein. Hier sind noch ein paar Samen. Die packe ich jetzt noch ein. Guck mal, ich habe so viel Samen, man weiß gar nicht, wohin damit. Das ist so schade, ne? Ich habe gar nicht... Bei mir ist die ganze Fläche ja unter... Ist ja keine klare Fläche, wo man was einsäen kann. Das ist das Dumme an der Sache, gell? Guck mal, das sind alles diese kleinen Klematisblüten. Ganz, 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 ganz viele. Hier unten... Warte, da... Ich habe das ja alles hier hängen lassen, extra, weil ich gedacht habe, vielleicht blüht es. Und es hat über und über voll Blüten. Ich kann sie euch gar nicht zeigen. Man sieht sie jetzt im Moment kaum zwischen den ganzen Birken. Aber ich wollte euch das da, also wenn, das ist glaube ich so eine kleine
ganz einfache Helle. Aber jetzt kommt die nächste Katastrophe, die muss ich auch bald beseitigen. Ich gehe nicht rein, ich habe keine Socken an. Es ist alles voll Brennnesseln. Wir sind schon bald hinten wieder hüfthoch. Ja, ich muss es mähen, sonst kann man es wieder überhaupt nicht betreten. Da muss ich mit dem Freischneider versuchen. Ich habe leider niemanden gefunden, der mir helfen kann oder helfen möchte. Selbst gegen Bezahlung findet man Liebenden. Ja, was soll ich machen? Ich werde es versuchen. Das wird mich irgendwann alles umbringen. Hier, guck mal hier. Das ist auch eine Duftrose. Hier haben sie auch alle Blätter abgefressen, sehe ich gerade. Alles strankel, strunkel, strankel weg. So, was ihr vielleicht von hier aus auch seht, die Bäume haben wieder ausgeschlagen. Ich kann jetzt nicht ganz rumgehen. Das muss ich auch alles runternehmen, bevor das wieder alles da hinten zuwuchert. Das habe ich schon mal freigemacht. Das ist eine furchtbare Arbeit gewesen. Ja, ich habe hier mit dem Auslauf, den muss ich komplett nochmal irgendwie versuchen freizulegen, bevor es alles zu spät ist. Ich schmeiße hier den Rasenschnitt einfach hier auf die Brennnesseln. In der Hoffnung, im letzten Jahr habe ich das hier gemacht, vorne. Und da sind sie ziemlich weg. Vielleicht gehen die hier auch mal ein bisschen weg. Ja, seht ihr? Ich muss unbedingt da rein. Da ist wirklich Kohlen offen. Ach, mir graut schon langsam davor. Guck mal, so hat sich das jetzt hier entwickelt. Das kann ich euch noch kurz zeigen, wenn ihr Lust habt. Weil das ist so schön. Da brauchst du in keine Kirche, in keinen Dom mehr reingehen. Da brauchst du dich nur hier hinstellen. Guck mal, alles ist... Es ist irre. Ich weiß es auch nicht. Es ist absolut irre. Ich stehe hier in einem Naturdom, kann man sagen. Die Kastanie blüht, geht ganz weit runter. Ja, es ist im Grunde kein Durchkommen mehr hier. Ja, dies Jahr ist das Gestrüpp hier ziemlich kurz, weil die Kastanie so wahnsinnig gewachsen ist. Die Kastanie ist ja schon sowieso unheimlich groß und mächtig. Aber seitdem wir hier die Birken vor einigen Jahren haben fällen lassen, die sind ja eingegangen, leider Gottes. Man sieht hier noch die Stümpfe. Wir haben drei Stück gehabt. Eins, zwei, drei große Birken. Die waren ja eingegangen in den trockenen Sommern. Und seitdem die weg ist, die Konkurrenz mit den drei Birken, hat die sich noch verdoppelt, die Kastanie. Was natürlich langfristig ein paar Probleme macht, weil das ganze Grundstück ist Kastanie. Und es wird dann auch ein bisschen schwer hier in den Außenbereichen. Seht ihr mal, da muss ich irgendwann, das geht auch schon wieder oben an die Leitung dran, das geht gar nicht, das ist die Stromleitung. Ich werde noch einen Mann kommen lassen müssen, Baumexperten. Ja, das geht in die Tausende, Baumexperten, wisst ihr Bescheid, das geht richtig ins Geld. Ja. Man freut sich über jeden Baum, über jedes Blatt, ne? Man freut sich. Und dann der nächste Gedanke bei mir inzwischen, ach du liebe Zeit, wie soll ich das alles bloß noch bezahlen? Ne? Wie soll ich das alles nur alles machen? Aber sie ist so groß, sie wuchert schon ein bisschen den Katzenauslauf. Guck mal, ich gehe mal so hoch. Die ist höher als mein Haus mittlerweile. Und breit. Sie wird immer breiter, weil die Konkurrenz weg ist. So, das war's von mir. Ich mache heute keinen Bastelfilm. Ich bin komplett kaputt. Ich muss mich jetzt wirklich ausruhen. Ich werde warten, bis ich ein bisschen mehr Kraft habe. Und mit der schönen Rose höre ich heute auf. Die sieht zwar nicht so schön aus, weil sie so ein bisschen angefressen ist, aber die duftet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ganz, ganz wunderbar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Das war's von mir von heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.